zwischen Kaffee und Kipferl die nächsten Projekte besprechen und sich besser kennenlernen. Dafür gibt es das Business Breakfast von der Raiffeisen Evolution. Wir wollen für die Immobilienbranche ein Event schaffen, das zwischen Expo und Recom eingebettet alle zusammenbringt und alle zu angenehmen Stunden verleitet. Wir wollten es in der Früh machen, weil am Früh noch jeder am meisten Zeit hat oder es sich am besten einrichten kann. Es gibt so viele Mittagstermine und Abendtermine und dann hat jede Familie zu Hause und dann wird es dann immer sehr eng von der Zeit her. Und jetzt im November, jetzt fangen wir schon alle an Weihnachten denken, es kommen alle Adventveranstaltungen und und. Also ich glaube Frühstück, eine Stunde frühstücken, da ist man noch frisch und munter und man kann da sehr viele Themen besprechen und ist ein geeigneter Zeitpunkt. Besonders die zukünftige Stadtentwicklung ist ein heißes Thema. Wien wächst. Bis 2029 werden über 2 Millionen Menschen in dieser Stadt wohnen. Das bedeutet eine weitere Verdichtung der Stadt. Das bedeutet, dass wir neue Liegenschaften akquirieren müssen innerhalb der bestehenden Stadtgrenzen. Es gibt zum Beispiel Arbeitsmarktveränderungen. Immer mehr Menschen haben prekaristische Arbeitssituationen. Das bedeutet eine große Mobilität auf dem Wohnungssektor. Die Branche steht vor großen Herausforderungen. Es gilt, neue Märkte zu erschließen und Bauprojekte schneller abzuwickeln. Ja, die Donaustadt ist der Bezirk, der am meisten wächst. Allein die Prognosen für die nächsten Jahre prognostizieren uns einen Zuwachs von über 27,2% an Bevölkerungszuwachs. Und dieser Herausforderung muss man sich stellen. Hier ist es notwendig, für die zahlreichen Menschen, die zu uns in den Bezirk kommen, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Und daher sind Vernetzungstreffen wie hier immer sehr gut, um dementsprechende Gespräche zu führen, damit wir leistbaren und ausreichenden Wohnraum für Wien, für die Donaustadt schaffen können. Wir bauen zum Beispiel jetzt gerade, beginnen wir ein Büroprojekt in der Mutgasse im 19. Bezirk. Darauf sind wir sehr stolz, weil es ein sehr großes ist und weil wir auch glauben, dass die Mutgasse ein hervorragendes Pflaster für ein Büroobjekt ist. Damit dieser Wohnraum geschaffen wird, braucht es eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Wir arbeiten sehr gerne zusammen, weil Raiffeisen Evolution steht für uns auch für einen Bauherrn, der auch wirklich nachhaltig denkt und plant. Einerseits was soziale Aspekte betrifft mit ihrem Human-Base-Konzept, aber auch ein Eingehen in Wünsche des Bezirkes, was eben auch nachhaltige Stadtplanung aus meiner Sicht bedeutet. Es gibt ein Projekt, an dem ich derzeit arbeite. Es ist ein Wohnbau in einer Schutzzone. Wir haben dort einigermaßen Probleme mit der Tatsache, dass es eine Schutzzone ist. Es gestaltet sich als doch recht schwierig, die Ziele des Flächenwidmungsplans mit den Zielen des Bauträgers in Übereinstimmung zu bringen. Da sind wir als Architekten sehr gefordert. Und da würden wir uns sehr wünschen, dass die Behörden, die dafür zuständig sind, ein bisschen kooperativer und auch interessierter an der Themenlage sind. Aus diesem Grund ist es gut, auch einmal eine kurze Pause einzulegen und gemeinsam in den Tag zu starten. Also beim Business Breakfast ist es ein Treffen von Partnern und Freunden, wo wir quer durch die Palette plaudern. Es geht nicht nur ums Geschäft, natürlich kommt das Geschäft nicht zu kurz. Da geht es einfach auch um ein bisschen Abtasten im weitesten Sinne, wo geht die Entwicklung hin, wie sehen es die anderen. Und es ist wirklich ein feiner Event. Nicht nur das Wetter ist jedes Mal schön, als wäre es bestellt, sondern es ist auch jedes Mal ein ganz tolles Treffen hier in der Früh, bevor man zur Arbeit geht. Und da müssen wir jetzt auch alle hin.